Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch. Diesmal ausnahmsweise mal wieder auf das 2. 4 zu 6 Stats, 25% Headshot. Wir sind aber erst in der siebten Runde und die Tees verlieren ganz schön. Also, ja, wenn nicht jetzt, wann soll er dann anmachen? Oh, da haben wir vielleicht einen Griefer hier. Das wäre natürlich auch möglich. Hatten wir auch schon. Ja, so einen richtigen Griefer hatten wir schon lange nicht mehr, glaube ich. So, die Bombe liegt da. Ist ideal. Ich glaube, das hat der Mate da hingeschmissen. Oder ist Daisy da gestorben? Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich verpasst. Da wird einfach mal drauf losgeballert. Aber vielleicht schaffen die Tees jetzt auch einfach mal eine Runde zu holen. Aber bisher nichts wirklich Auffälliges. Recoil Control weiß ich noch nicht genau. Es sah jetzt eher ein bisschen dürftig aus beim Suspect. Aber ich will da noch nicht zu früh urteilen. So, weiter geht's. Immer noch eine AK. Und Iceberg hat eine MP9 ohne Armor. Das ist, ja, auch gut, wenn er meint. Hätte ruhig, der Eclipse hätte ruhig da droppen können. Und die Tees haben wieder eine Runde geholt. Schön, schön. Crosshair Placement, auch eher suboptimal in oftmals. Er wird auch mal mit der Bombe da reingerannt, kann ja keiner stehen. So, jetzt ist einer. Hat man auch ein bisschen gehört, also der Prefire geht in Ordnung. So, die letzten zwei CTs sind ein bisschen verteilt. Ich glaube nicht, dass sie da den Retake schaffen, schon rein, einfach wegen der Zeit. Und die Ts stehen auch relativ kompakt, hier noch 4, müsste für den Bombspot B eigentlich reichen. Ja, was war das für eine Flash? Ja, ne? Oh! Er wird ein bisschen rumgegrieft. Na? Vielleicht sind es zwei Kollegen, ich weiß es nicht. Ja, ich denke, da darf man durchaus auch Griefing dann geben. Eigentlich beiden direkt, aber Beta kann ich das ja leider nicht. Da war definitiv eine Absicht zu erkennen. Und es ist mir ehrlich gesagt auch egal, wer angefangen hat. Wer mitmacht, ist dann halt im Endeffekt auch mitschuldig. So ist es halt. Geht er wieder da nach unten. So, kurz steht einer. Gespannt, was er jetzt macht. Rennt durch die Smoke. Ne, geflasht. Und Blackbird ist voll blind gewesen. Und da war jetzt doch ein bisschen arg geprefired. Ist da eventuell doch was an? Müssen wir mal sehen. Also ich habe einen leisen Verdacht, aber es ist nicht wirklich was, was ausreichen würde für eine Verurteilung. Ich glaube, Ema hat er nicht. Wenn, dann entweder ein Trigger oder ein ESP oder Radar, irgend sowas. Aber wie gesagt, das ist nichts, was irgendwie für eine Verurteilung ausreicht bisher. Müssen wir weiter gucken, aber ich werde auf jeden Fall jetzt ein bisschen aufmerksamer zuschauen. So. Jetzt war die Reaktion dann wieder relativ schlecht. Weiter geht es. Diesmal die CDs mit einem leichten Pie, würde ich sagen. Also wurde schon einiges investiert von ein paar Leuten. Eclipse kauft jetzt auch noch eine P90, Iceberg ohne Armor mit einer M4, also ich glaube, Iceberg ist generell jemand, der
Ja, kein Fan von Armor ist, kann man sagen. So. Jetzt gucken wir mal. Kein Treffer diesmal. Jetzt kommt Eisberg von der Tür. Da unten wurde geschossen, deswegen wurde die Aufmerksamkeit des Suspects dahin gelenkt. Er fliegt schon stark. Also das könnte schon ein Trigger sein, aber wie gesagt, das ist ja, das ist immer Trigger ist immer so ein bisschen schwierig. Ist oftmals sehr, sehr schwer zu sehen. Und ich will mich jetzt da auch nicht zu stark aus dem Fenster lehnen und ihm da was unterstellen, was da nicht stimmt. Also muss schon noch was ein bisschen Eindeutigeres kommen. So, ja, ich denke mal, Griefing ist confirmed, auf jeden Fall. So, Toaster hat den noch umgenietet. Kann natürlich auch sein, dass er einfach wegen Griefing reported wurde. Es ist keiner auf B. Jetzt rennt er einfach durch. Und scoped richtig rein. Es ist echt kein einfacher Fall. So, Hilfe kriegt er auch nicht. So, wurde auch getötet. So, Encore steht da hinten noch. Jetzt gucken wir mal, was das Suspect macht. Er will wohl nicht. So, jetzt kommt er wieder. Na los, Leute, macht doch mal ein bisschen was. Hier, Action. Verfehlt den. Wurde von dem Teammate geflasht. Das ist wieder Beta. Also die zwei, die haben eine Rechnung offen. So viel ist sicher. Wieder nochmal das Knife ausgepackt. Ne, okay. So, ich probiere mal ein bisschen vor. Diesmal ist einer auf B. Jetzt wird auch nicht reingescoped. Also das ist schon. Weiß ich nicht. Zweimal, wenn keiner da ist, rennt er durch. Und wenn einer da ist, dann scoped er schön rein. Also es reicht immer noch nicht für eine Verurteilung, aber ich tendiere schon, dass da noch was an ist in Sachen Vision. So, da war die Reaktion nicht gut genug. So, 2 gegen 3. Ich finde, die CTs sollten vielleicht mal anfangen, den B-Bomb-Spot ein bisschen besser zu decken. Zwar mit 2 Leuten, zumindest am Anfang der Runde. So, Blackbird ist gegen die Tech 9. Ja, diesmal ist es besser. So, ich bin jetzt mal gespannt, ob er weiß, dass Eisberg da steht. Ja, klar, guckt er. Aber vielleicht wurde der natürlich auch angesagt, dass da einer reingeht, also, ne? Das muss nichts heißen. Ja, das war's auch. Ich tendiere zu einer leichten Sichthilfe, also leicht, entweder ein ESP oder ein Radar-Hack. Und eventuell noch ein Trigger, aber es reicht leider nicht aus. Was hingegen ausreicht, ist auf jeden Fall Griefing. Und das war's für dieses Overwatch. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut. Euer Northgate.